Erstmal, warum ist er durchgefallen? Mehrere Gründe. Er wäre hormonell wirksam, was das heißt. Inwiefern? Hätte ich vermutet. Die Konzentration an Treibhausgasen sei höher als erlaubt und es fehlt der Label darauf, das Kennzeichen brennbar. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass es hormonell wirksam sein könnte. Genauer wurde da jetzt auch nicht drauf eingegangen. Das wäre ja spannend. Ja. Was heißt denn hormonell wirksam? Ich glaube, es hat auf die Hormone vielleicht einen Einfluss. Ja, also ja auch. Das ist das sehr... Aber gut oder schlecht? Ich meine, das wird ja auf den Rasen gesprüht, das kriegt ihr das Spiel nicht ins Gesicht. Ich weiß es nicht. Aber ich frage Sie, wie wichtig ist der Spray? Ist gut, für mich jetzt keine Relevanz. Ich finde das Spiel per se schon geil. Also dann kann das Spray nichts mehr an mir nichts mehr anhaben. Das mit dem Emblem ist mir wirklich wichtig. Ja? Dass es brennbar ist, steht nicht drauf. Das ist echt geil. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber danke für diese nette Ablenkung in einer Zeit, wo ich über viele Dinge nachdenken muss, die ich nicht ändern kann. Aber ist das echt schön. Ja, ich kann warten, also bis der Kleber drauf ist oder und dann auch alles andere geklärt ist. Stell dir mal vor, der Rasen fackelt ab da. Ja. Verrückt. Nächste Frage. In so einem heißen Spiel und dann freist du das Spray.